heute Abend ein Highlight nach dem anderen. Vielen Dank, wenn Sie Dalli Dalli Fan sind. Heute Abend bei uns goldrichtig. Wenn Sie den Sender Dreisat verehren, wie wir es tun, mega richtig. Und meine Damen und Herren, wir haben eine super tolle Neuigkeit gleich zu Beginn. Haben Sie es alle mitbekommen? Die Fußball-Weltmeisterschaft ist so gut wie komplett besetzt. Nächstes Jahr in Frankreich mit dabei und wir sind begeistert. Wir sagen herzlichen Glückwunsch mit dabei Jamaika und Japan. Jamaika. Ja. Und ich habe mich gefragt, das wird fantastisch, wenn die jamaikanische Nationalmannschaft kommt. Was haben die eigentlich für Fußballschuhe? Ich glaube, Haschpappis. In Frankreich laufen die Vorbereitungen für die Fußballweltmeisterschaft im kommenden Jahr auf Hochtouren. Und ganz besonders wird seit heute in Paris geprobt die jamaikanische Nationalhymne. I shot the 1-0. Hoffentlich geht da nicht schief. Sie wissen, die bringen ja alle Mannschaften, wir auch, bringen die eigenen Köche mit, damit die Nudeln so sind wie zu Hause. Und ich habe gesagt, hoffentlich gibt es keine Schwierigkeiten. Es könnte sein, dass einige jamaikanische Grundnahrungsmittel in Frankreich unter das Arzneimittelgesetz fallen. Ich weiß es nicht. Ich kenne die strengen Regeln. Ich glaube, worauf uns alle wirklich unglaublich freuen dürfen, ist die Teilnahme der japanischen Fußballnationalmannschaft, bisher bekannt ja als U120. Und ich habe heute gelesen, uns kann, glaube ich, Japan nicht passieren in der Gruppe. Haben Sie auch gelesen, es ist irgendwas die Rede von Kolumbien und von Österreich? Kann sein, es ist noch nicht endgültig. Es gibt eine Regeländerung, Japaner dürfen beim Freistoß in der Mauer auch übereinander stehen. Ja. Meine Damen und Herren, liebe Dreisat-Fans und liebe Fans des unvergessenen Dalli Dalli. Wir haben heute Abend Traumgäste. Wir haben eine der erfolgreichsten deutschen Schriftstellerin zu Gast, Gabi Hauptmann, meine Damen und Herren. Wer kennt nicht ihr Buch? Suche impotenten Mann fürs Leben. Ein lieber Freund unserer Sendung ist wieder hier mit neuer Platte, der Wolf aus Dortmund. Wer erinnert sich nicht an die großen klassischen Zeiten des Fernsehens mit dem unvergessenen Hans Rosenthal, als es immer donnerstags hieß Dalli Dalli? Und wir wollen das heute ein bisschen wiederbeleben. Sie werden nachher gleich sehen, wie. Und da haben wir zwei, die vom ersten Tag an mit dabei waren, zu Gast. Bei uns heute hier zu Gast von Dalli Dalli, Schnellzeichner Oskar und, wie viel ist das in Schilling, Brigitte Zander. Das war der berühmte Satz. Brigitte? Wie viel ist das denn schön? Wie heißt noch mal diese Puppenfrau, die nicht zum Aufblasen ist? Barbie. Liebe Barbie-Fans, es wird eine neue Barbie-Puppe geben, eine wirkliche Sensation für alle, die wir Barbie feiern. Ja? Zum ersten Mal in der Geschichte der Barbie wird sie einem moderneren Frauenbild angepasst. Stellen Sie sowas vor. Und wenn Sie jetzt sagen, wieso geht die arbeiten? Nein. Nein. Die neue Barbie-Puppe hat weniger Busen, eine breitere Taille und schlankere Hüften. Sie wissen ja, das alte Barbie-Teil war ziemlich heavy. Ja? Und ich finde, kleinere Brüste, breiteres Becken, man könnte sagen, Barbie wird einfach älter. Aber es wird alles künstlich gemacht. Alles schon ab Werk. Die Firma
die Barbie herstellt, hat sehr schnell reagiert, weil immer häufiger kamen aus Spielzeugläden die Klagen, dass man jetzt hört, Kinder sagen zur Mutti, nee, Mami, die will ich nicht, die hat so dicke Titten. Da wird reagiert. Und kleine Spontanquiz für Sie zu Hause. Wie heißt der Freund von Barbie? Ken. Ken. Wird Ken auch angepasst? An den modernen Mann? Wampe und Unterhemd? Oder bleibt das? Bleibt das? Sie wissen ja, lange Zeit habe ich mein Geld verdient, indem ich in der Straße auf und ab ging und gesagt, here come the man in black. Dann fing es an, ungefähr nach 60.000 Mal mich selbst zu langweilen. Und jetzt singe ich immer, I'm a Barbie girl in a Barbie world. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Es gibt etwas Neues. Wie heißt Fernsehen ohne Bilder? Radio. Stellen Sie diese Neuigkeit vor, Radio überholt das Fernsehen im übertragenen Sinne. Wenn das bei Ihnen in der Wohnung tatsächlich passiert, vielleicht mal den Arzt Ihres Vertrauens fragen. Ja? 83% unserer Landsleute hören mindestens einmal am Tag Radio. Das heißt, Radio wird häufiger benutzt, das Medium Hörfunk. Das Medium Hörfunk wird häufiger genutzt als das Fernsehen. Ich sag mal, für alle, hey Kids, ja, Radio, Radio, das ist so wie Viva, wenn das Bild nicht wackelt. Hä? Radio. Jetzt weiß ich immer nicht beim Anmelden, Premiere ohne Decoder, ist das Radio oder Fernsehen? Sie wissen, wo man immer die Spielfilme so zwischendurch guckt. Ja. Ah. Das müsste doch eigentlich reichen, um irgendwie Mieter nebenan rauszukriegen, oder? Alle, wenn Sie jetzt gerade auf Here come the man in black eingestellt haben, schon rhythmisch so gehen, um das abzumildern, plötzlich I'm a Barbie girl. Das müsste doch irgendwie funktionieren. Manche unserer Zuschauer, das weiß ich aus der vielen Post und wenn ich angesprochen werde in den Supermärkten, zwischen den Regalen, wo ich meine Freizeit verbringe, manche unserer Fans hören überhaupt kein Radio, sondern hören einfach so Stimmen im Kopf. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Liebe Freunde in Spanien, meine liebe spanische Freunde, etwas Tolles, worum wir Sie beneiden. In Spanien gibt es seit neuestem Partnervermittlung für Tiere. Ist das nicht sensationell? Eine Agentur, ja, bietet genau wie bei einer Partnerschafts- oder Heiratsvermittlung bei uns Tiere füreinander an. Seither heißen die Tierheime in Spanien nur noch Zwingerclub. Es gibt so süße Kontaktanzeigen. Ich habe mir ein paar heute Nachmittag durchgelesen. Zum Beispiel Rammler Mucki. Rammler Mucki kann nur noch 10 bis 12 Mal am Tag. Sucht verständnisvolle Partnerin. 2.000 bis 3.000 Kinder kein Hindernis. Oder für alle Hamsterfans, die etwas sensiblere, allein fällt mir das Gitter auf den Kopf. Zu zweit wäre es im Laufrad viel schöner. Könnte auch so irgendwie in gewissen Stadtmagazinen stehen, oder? Muss nicht unbedingt ein Tier sein. Man sagt den Gerüchten nach, ja, hat auch Hündchen Daisy auf diese Weise ihren Mooshammer kennengelernt. Bitte? Wie bitte? Liebe Niedersachsen, in Spanien, ja, und diese Agentur vermittelt Tiere
nur an Tiere. Sorry. Tiere an Tiere. Heute Morgen um 5.27 Uhr haben wir uns das erste Mal hier getroffen und haben gesagt, eigentlich müssten wir uns ein bisschen in der Voradventszeit vom Kommerz verabschieden. Wir sollten eigentlich für einen Abend den Sender wechseln und uns ganz in den Dienst des Anspruchsvollen und der Hochkultur stellen. Das machen wir sehr gerne, meine Damen und Herren. Wir verlassen jetzt Sat.1 und gehen zu Dreisat. Und wie sich das gehört für ein öffentlich-rechtliches Super-Sendungsprinzip, begrüßt Sie jetzt eine Ansagerin. An dieser Stelle müssen wir uns leider von den Zuschauern des Kommerzsenders Sat.1 verabschieden. Auf vielfachen Wunsch sendet die Harald-Schmidt-Show nun ab sofort auf Dreisat, dem Kulturkanal für fast alle. Wir begrüßen besonders herzlich unsere intellektuellen Zuschauer in Österreich und der Schweiz. Beginnen wollen wir unser Programm mit einem Meister des geschliffenen Wortwitzes, einem Künstler, der nicht nur heiter, sondern auch besinnlich stimmt. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit Harald Schmidt. Hallo. Herzlich willkommen im Dreisat. Wir haben Bücher für Sie heute, die wir Ihnen empfehlen möchten. Und wir haben eine Platte. Und wir haben vor allen Dingen, ich glaube, Perlen der Erinnerung für einen Spaziergang hinunter auf dem Boulevard der Erinnerung. Wer erinnert sich nicht an die große klassische Zeit bei uns im deutschen Fernsehen, an Dalli Dalli? Donnerstags, Sie wissen, da war es immer soweit, Familien, sowas gab es damals noch, saßen gemeinsam vor dem Fernseher und jeder kannte das Prinzip von Dalli Dalli auswendig. Und es gibt einen Mann, meine Damen und Herren, der ist mit dem Prinzip der Sendung mindestens genauso verbunden wie der unvergessene Erfinder und Präsentator Hans Rosenthal. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn heute Abend für Sie hier haben, exklusiv in Dreisat. Herzlich willkommen aus den großen Dalli-Dalli-Zeiten, Schnellzeichner Oskar! Da hören Sie es. Und Sie sehen, das Publikum. Es ist ja auch, als ich Sie vorhin gesehen habe auf der Probe, es ist ja, als wären Sie nie weg gewesen. Oh, vielen Wirklich. Dank. Ja. Sie waren von Anfang an mit dabei bei Dalli Dalli? Ja. Ja? Wie viele Jahre insgesamt? Na, wir begannen 1971 bis 86, also 15 Jahre. Und jedes Kind in Deutschland wirklich kennt Sie. Sagen Sie doch einmal, Sie haben natürlich auch einen bürgerlichen Namen. Ja, der heißt Hans Bierbrauer, also einer, der Bier braut. So heißt sie. Ja, aber das ist nicht das Lustige, sondern ich habe eine Frau geheiratet, die ist eine geborene Krug. Nein. Ja. 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 Hat die Doppelnamen? Nein. Und mit diesem Krug bin ich jetzt 52 Jahre verheiratet. Schon goldene Hochzeit gefeiert? Ja, haben wir schon. Ja. Und es war immer das tolle Prinzip, Sie haben bei Dalli Dalli also Porträts gezeichnet. Ja. Also ich sage das mit dem Namen auch deswegen, Sie sind ja wahrscheinlich nach wie vor für alle Leute Oscar, ne? Ja, das ist richtig. Das hat sich so ergeben. Ich war ja fast 40 Jahre bei einer Zeitung, Berliner Morgenpost in Berlin. Ja. Und habe jeden Tag einen Cartoon gezeichnet. Ja. Und das sind so, 18.000 Zeichnungen geworden. Und da kamen immer Briefe, Leserbriefe, die sagten immer, die Karikaturen sind frech wie Oscar. Und daraus ergab sich nachher dieser Name Oscar. Jetzt war bei Dalli Dalli, Sie hatten eine Minute Zeit, Sie mussten jemanden porträtieren oder Sie haben auch die Geschenke gezeichnet, die es teilweise gab. Richtig. Und das Prinzip war immer das Tolle,
je schneller sie waren, desto besser für den wohltätigen Zweck. Ja. Denn die überbleibenden Sekunden wurden in D-Mark umgerechnet und in Schilling. Dazu gleich mehr. Ja? Ja, aber das ist ja so, das waren dann eventuell statt, wenn ich etwas schneller war, nicht eine Minute, sondern 40 Sekunden. Und dann waren es 20 Sekunden mehr. Das bedeutete, 20 Mark bekam der Mitspieler. Meistens irgendwie ein Bergbauer oder was, der mit dem Traktor ins Rutschen gekommen war. Das war natürlich eine große Summe. Natürlich. Aber heute werden ja wohl ganz andere Summen. Heute sind das andere Summen. Wir wollen aber an die gute alte Zeit erinnern. Und ich würde vorschlagen, wir machen mal das Spiel. Ja. Ich stelle mich mal der Einfachheit halber hier hin. Sie gucken ins Publikum. Ich gucke mal so. Ja, so einfach. Und wir machen so, ja? Ist das gut? Der Blick ist frei und geradeaus, wie ich immer so schön sage. Sie porträtieren und wir machen es alles wie früher. Die Uhr läuft. Ja, jawohl. Und ich sage, Oskar, Dalli, Dalli! Komme ich sehr gut weg. Sehr schmeichelhaft für mich. Ja. Und wir sehen die Uhr. Es waren, wenn ich es richtig gesehen habe, 19 Sekunden, die noch übrig geblieben wären. Ja. Wir wollen das jetzt mal weiterspielen. Es war wunderbar für uns, dass wir Sie auch in so toller Form und bei so bester Gesundheit hier gesehen haben dürfen. Oskar, vielen Dank. Alles Gute. Und jetzt, liebe Dalli-Dalli-Fans, 19 Sekunden sind übrig geblieben. Das wären in der großen Dalli-Dalli-Zeit 19 Mark gewesen, damals viel Geld. Und dann kam immer die Frage, auf die Fernsehdeutschland gewartet hat. Brigitte, wie viel ist das in Schilling? Und auch sie ist heute Abend hier und sie rechnet auch in Schilling wie in der großen alten Zeit. Herzlich willkommen, Brigitte Xander. Das ist so großartig, wirklich, weil Sie sehen alle aus, als wären Sie gerade aus der Sendung raus, kurzes Päuschen und dann gleich wieder hier rein. So kommt es auch uns vor. Aber zunächst einmal möchte ich Sie aus Österreich sehr herzlich grüßen lassen. Dankeschön. Sie haben auch dort sehr viele Freunde, auch viele weibliche Fans, aber die sind in letzter Zeit etwas besorgt um Sie. Wirklich wahr? Ja, Sie werden einfach zu dünn. Und jetzt wollen wir etwas unternehmen, damit Sie wieder ein bisschen rundlicher, wenn nicht kugelig werden. Und daher soll ich Ihnen von Herzen überreichen Mozartkugeln aus Österreich. Oh, ist das süß. Mozartkugeln, vielen Dank. Bitte. Frau Xander, darf ich Sie bitten? Sie machen ja nach wie vor noch eine sehr erfolgreiche Sendung im österreichischen Rundfunk, im Hörfunk. Ja. Ja? Die große Autofahrersendung ist das. Ja, die steht übrigens im Guinness-Buch der Rekorde. Ist die älteste tägliche Sendung der Welt, über 40 Jahre alt. Aber ich bin erst seit 2 Jahren dabei. Und da sagen Sie also sozusagen, Achtung, wie viele Autobahnen hat Österreich? Zu viele. Zu viele. Wirklich? Nein. Nein, es ist ja ein schönes Land, ein großes Land, aber nicht so viel Verkehr wie bei uns, oder? Oh ja, also es reicht mir täglich in Wien im Stau zu stehen. Ist so ähnlich wie Köln. Ja? Ja. Lässt sich das ein bisschen vergleichen? Ganz ein herzliches Vergeltskott für die Mozartkugeln. Ich werde sie gleich alle auf einmal essen. Das tut so. Ja, im Sinn der österreichischen Damen. Und jetzt kommt die legendäre Sache. Das waren 19 Punkte, Brigitte. Wie viel waren das in Schilling? Naja, in Zeiten wie diesen runden wir auf 20 und sagen dann 140. Genau so ging das. Wir runden auf 20. Ich frage das noch öfter im Laufe der Sendung. Ja. Genau. Das hatte ich fast schon vergessen. Es hieß dann immer wirklich, wir runden auf 20. Naja, so nicht. No. Und wir werden das nachher auch noch hören. Mein Lieblingsding war immer, wenn es hieß, der Christbaum war leider doppelt. Den muss ich einmal abziehen. Sehr streng,
sehr streng, aber immer sehr gerecht. Falls Sie jetzt schon zu Hause sagen, mein Gott, ist das schön heute Abend, das ist einfach Dreisat, das ist Kultur, das sind die guten alten Zeiten und sich informieren wollen, was wir noch alles für Sie heute Abend im Programm haben, hier ist unser kurzes Programmschema für Sie. Heute Abend in Dreisat, um 19 Uhr Reiselust, Deutschland ist schön. Heute Bitterfeld, Perle Sachsen-Anhalts, ein Porträt über den sympathischen Kurort mit Herz. Außerdem sprachen wir mit Bürgermeister Dr. Heinz Knoten über die Schadstofflüge. Um 20 Uhr Abraxas, unser Kulturmagazin mit Professor Bartson Bröckchen. Heute Ficken und auf die Fresse hauen, Philosophie am Scheideweg. Um 20.30 Uhr unser Elternratgeber. Thema heute, wie unsere Kinder von der Straße kommen. Wir geben Tipps, machen Vorschläge und zeigen Beispiele für gelungene Jugendarbeit. Und von 21.15 Uhr bis 6 Uhr Ekstase. Dreisat-Mitarbeiter zeigen alles. Wir wünschen gute Unterhaltung. Das war unsere Dalli Klickmatz. Und ich sehe, Brigitte hat sich eifrig notiert. Brigitte, das war unsere Matz. Wie fällt die Bewertung aus? Naja. Also, in dem eben gesehenen Beitrag waren exakt 17 Witze versteckt. Leider fiel der Begriff Dreisat gleich mehrfach. Da müssen wir 3 abziehen. Also, das macht dann 13. Und für Österreich umgerechnet sind das, einen Moment, 13 Punkte. Vielen Dank, Brigitte. Das verspricht spannend zu werden. Aber Sie wissen, es kommen ja viele Runden. Und Dreisat, das ist ja auch die Heimat der Kleinkunst, des Kabarett, des kritischen Wortwitzes. Und ich freue mich sehr, dass wir Ihnen heute Abend exklusiv einen großartigen Ausschnitt zeigen dürfen. Kabarettfestival in der vergangenen Woche in Koblenz und die Highlights mit den Größen des deutschen Kabaretts jetzt für Sie hier in unserem Dreisat-Abend. Jetzt ist Folgendes passiert, jetzt hat die Karin hat jetzt den Aki eingeladen. Den Aki, den werden Sie jetzt nicht kennen, denn mit dem habe ich mal früher in der Wohngemeinschaft gelebt, nicht wahr? Und das war so, der Aki hat damals hauptsächlich sich ernährt von kleineren Ladendiebstählen und von Blutspenden. Und er war sich damals nicht ganz sicher, der Aki, geht er jetzt nach Griechenland oder geht er in den Untergrund? Und er hatte vor allen Dingen diese Atomkraft, nein, Dankesticker, ja, die hatte der Aki in 16 verschiedenen Sprachen. Jetzt ist Folgendes, ich sage, Aki, sag mal, was machst du heute? Ja, heute macht der Aki Butterfahrten und zwar nach Brockdorf, nach Gorleben und nach Wackersdorf. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, nicht wahr? Der Aki macht heute Butterfahrten nach Gorleben, nach Brockdorf und nach Wackersdorf. Und ich sage Aki und er sagt, ja, ja, sagt der Aki zu mir, heutzutage, da musst du nicht mehr autonom sein, sondern selbstständig. Da fragt man sich, ja, was ist das für ein Grundgesetz, das so eine Asylpolitik zulässt? Nun ist ja das Grundgesetz nicht ohne Grund und doppelten Boden, also quasi bodenlos auf den Grund gesetzt worden, wo es heute liegt. Zu diesen drei Bällen kam eines Tages ein Ball, der ganz anders aussah. Er sah, wie die drei Bälle im Kreis treten und sagte, da will ich mitmachen. Ich sage es euch vielleicht noch mal. Nein, 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 nein. Sie, wenn Sie das klären wie unser Helmut, also... Kulala, kann ich da ja bloß sagen. Helmut kommt vor dem Fall, hat mein Vater so immer gesagt, gell? Nein, Sie, also, wo war ich jetzt stehen geblieben? Beim Kohle, ja? Wir sind doch schon jahrelang beim Kohl, gell? Es heißt ja schon bald nicht mehr Deutschland, sondern Kohlen! Kohlen!
war ich jetzt gewesen? Das waren Höhepunkte vom Koblenzer Kleinkunstfestival. Und liebe Brigitte, wie sieht es mit der Bewertung aus dieses Beitrags? Naja, die Aufführung hat genau, einen Moment, 2 Minuten und 58 Sekunden gedauert. Für unsere Schweizer Zuschauer einfach zu schnell, nur ein Wimpernschlag. Aber trotzdem können wir noch 12 Punkte vergeben. Dankeschön. 12 Punkte macht insgesamt 165. Vor allem die Kleinsten unter unseren Zuschauern, die ZDF- und Dreisat-Fans sind, werden sagen, jetzt geht dieser Abend schon eine ganze Weile, aber da fehlt doch irgendwas. Und damit Schmidt, haben Sie... Schmidt! Oh. Hallo, Schmidt! Oh, wer ruft denn da? Da muss ich doch mal nachsehen. Oh! Na, ihr seid's. Was gibt's denn, ihr zwei Racker? Hä? Mir reicht's. Wendelin will immer fummeln. Gar nicht wahr. Wohl, immer soll ich ihm am Rüssel spielen. Oh. Dumme Töne. Sag mal, stimmt das? Bist du so ein Schlimmer? Dummes Gelaber. Gar nicht wahr. Und ob. Aber ich mach das nicht mehr mit. Bin doch kein Flittchen. Ja, ja, Kinder, ist ja auch nicht ganz normal, so eine jahrelange Beziehung zwischen Hund und Elefant. Viele halten das ja für regelrecht bizarr. Diskriminierung, Schweinesystem. Ja, wisst ihr was, wir suchen für Wumm eine läufige Hündin und für Wendelin einen rolligen Elefanten. Oh, klasse, Wendelin kriegt eine heiße Wendeline. Und Wumm kriegt eine geile Wumme. Und dann ist Stichtag. Also, wer Interesse hat, bewirbt sich bitte unter folgender Adresse: Harald Schmidt Show, Hohenzollernring, Köln. Und ja? Nicht vergessen, Heimsendeschluss, Samstag in 8 Tagen. Tschüss. Tschüss. Tschüss, ihr Racker. Wurf und Wendelin. Unser erster Gast heute Abend, meine Damen und Herren, ist eine der erfolgreichsten deutschen Schriftstellerinnen. Das ist ihr neues Buch und es hat den sehr verheißungsvollen Titel Die Lüge im Bett. Wer kennt nicht ihren Bestseller Suche impotenten Mann fürs Leben? Beides Fragen, die mich persönlich sehr beschäftigen. Herzlich willkommen, Gabi Hauptmann. Guten Abend. Bitte schön. Danke sehr. Also, ich muss gleich sagen, ich finde ja, dass Mozartkugeln ganz gut zu Ihnen passen, aber der impotente Mann auf Japanisch ist vielleicht das bessere Geschenk. Vielen Dank. Bitte, können Sie schon mal einlesen für die Weltmeisterschaft? Das ist wirklich schon in Japanisch übersetzt worden. Es wird jetzt im Moment auf Chinesisch übersetzt. Zumindest Sie haben ein Problem, denn in China gibt es die Form der Impotenz weder in Form noch Schrift. Trotzdem wird das Buch erscheinen. Wie, Chinesen kennen keine Impotenz? Anscheinend nicht. Nee, sie haben zwar diesen Vertrag und die Lizenz gekauft, ja, aber gleichzeitig haben sie erklärt, dass sie also diese Impotenz dadurch rausnehmen müssen, weil das in China nicht existiert. Das wird also Suche impotenten Mann fürs Leben, ja, ohne Impotenz. Hm, ja, ich weiß verstehe auch nicht. Können Sie vielleicht aufschließen? Das ist ja eigentlich ein bisschen so, wie wenn man bei Lassie den Hund wegnimmt, oder? Ja, aber man lässt den Schwanz dran vielleicht, ne? Bitte? Man lässt das Schwänzchen dran. Ja, man lässt das Schwänzchen dran. Frau Hauptmann, die Lüge im Bett. Ich bin bisher nur dazu gekommen, sozusagen mir die Inhaltsangabe anzuschauen. Aber es klingt ja... Also ist da gar keine drin. Nein, aber so. Vom Verlag gibt's die. Ah ja. Es klingt sehr verwirrend. Eine Frau liebt einen Yuppie. Ja, diese Verbindung geht in die Brüche und jetzt, und ich muss es langsam sagen, damit ich es richtig sage, verliebt sie sich in einen bisexuellen Regisseur. Nein, der Regisseur ist schwul. Ja, der Regisseur ist schwul. Verstanden. Ja, aber er lebt mit einem Bisexuellen zusammen. Mhm. Das ist sozusagen die Grundkonstellation dieses Buches. Mhm. Ja? Und was verwirrt Sie jetzt da? Das ich ist dachte, ja sozusagen, man weiß ja jetzt gar nicht mehr eigentlich, wer mit wem und wer ist bisexuell. Und das heißt, der Bisexuelle lebt mit einer Frau zusammen und aber auch mit dem Regisseur, in den sie sich verliebt.
Also Sie haben es verstanden, ohne es gelesen zu haben. Das war die Ausgangssituation. Ist das etwas, was man sich sozusagen ausdenkt oder kennt man das aus dem Bekanntenkreis? Oder wie springen einen solche Themen an? Ist so naheliegend. Ich sage Ihnen jetzt mal, wie das Thema mich angesprochen hat. Ja. Hat Spaß gemacht? Was heißt Ja, klar, hat Spaß gemacht. Du siehst aber gar nicht so aus. Wie kannst du sehen, wie ich aussehe? Es ist doch dunkel. Na, das ist diese ganz typische Formel, die ja fast jeder kennt, ne? Im Leben. Mehr das ist weniger. Aber schon relativ... ich kenne, für mich ist er schon relativ ausführlich. Mhm. Ja. Also. Naja, also, ich nehme an, mit zwei Kindern muss er ja auch schon öfters mal geübt haben, ne? Selbstverständlich. Ja, sicher. Aber es ist ja auch so, das setzt ja voraus, dass man dem Partner hinterher noch mal ins Gesicht guckt und so weiter. Also es ist ja eine relativ, eine relativ konventionelle Ausgangslage, ja? Wie viel haben Sie verkauft vom impotenten Mann? 1,2 Millionen. Als weltweit oder allein in Deutschland? In Deutschland. Also weltweit sind wir jetzt in 16 Sprachen übersetzt. Ja. Jetzt wird das Buch auch verfilmt? Richtig. Regina Ziegler, liebe Grüße übrigens, wird es verfilmen. Vielen Dank. Bitte sehr. Ja, warum hat ausgerechnet Sie den Zuschlag gekriegt? Ja, wir hatten 8 Produktionsfirmen und irgendwie Regina Ziegler ist so ein toughes Vibe. So eine richtige, die gefällt mir, ne? Weil sie so hinsteht und weil sie ja ihre Frau steht. Und außerdem isst sie gerne. Das bringt uns zusammen. Wir essen gern gemeinsam. Und das war dann der Grund, dass man gesagt hat, die ist mir menschlich auch. Ja, also unter anderem, ja, also sie war dann so ernsthaft, weil wir hatten dann aussortiert und am Schluss waren 2 übrig und sie rief mich aus Amerika an und sagte, sollte sie es nicht bekommen, möchte sie ganz ehrlich den Grund wissen, warum nicht. Ja. Und das hat mich angesprochen. Dachte ich mir, gut, die Frau interessiert sich, ne? Und deswegen bekommt sie es und sie ist jetzt an der Besetzung. Sie hat auch den toten Mann übrigens. Das wird im nächsten Jahr ein Fernsehfilm werden. Nur ein toter Mann ist ein guter Mann. Ein toter Mann ist ein guter Mann. Das sind ja alles so Titel, die uns normalen, deutschen, gesunden Männern Angst machen. Das ist schön, ja, Herr Schmidt. Er weicht auch schon zurück. Ja, aber Sie sehen gar nicht so aus wie eine Frau, die Männern Angst machen will. Ich habe meinen Schlagring dabei. Ja, das ist toller Schmuck. Wie ist es denn? Sie sind mit Ihrem Freund hier, ein sehr sympathischer junger Mann. Mhm. Und der sieht auch noch recht gut erhalten aus. Also nicht so wie durch die Hecke gesorgt. Ja, also... Man könnte meinen, bei solchen Büchern, dass Sie richtig... Also er lebt zumindest noch, ne? Ja. Doch, ja. Also er wurde heute Morgen zwar operiert, aber er lebt noch. Das er wurde operiert? Also auch, ja. Schlimm? Nee, ist noch alles dran. Sonst säße er ja nicht hier. Eben. Nee, was war's denn? Oder wollen Sie es nicht verraten? Nein, also vielleicht erzähle ich sie nachher. Das sind die Geheimnisse, die intimen Geheimnisse. Verstehe. Ja. Welcher Arzt war es denn? HNO? Ich habe ihn wahrscheinlich zu stark gekratzt und dann hat er eine kleine Geschwulst gekriegt. Verstehe. Mhm. Eine kleine Geschwulst. Mhm. Ja, aber da kann man gar nicht früh genug nachgucken lassen. Als Superhonder weiß ich das. Sehen Sie das? Ja, ja, ich weiß. Ja. Mhm. Was ist es denn, wenn Sie sozusagen, Sie werden ja auch sicher so, wie Sie aussehen, von Männern angebaggert oder man versucht mit Ihnen zu flirten in Restaurants und so weiter. Gibt es denn irgendwie einen Typ von Mann, wo Sie sagen, auf diese Tour kann ich überhaupt nicht? Ja, meistens probieren ja alle die gleiche Masche. Also entweder, ich habe dich ja schon mal gesehen oder Mann, siehst du gut aus oder eben du siehst nicht gut aus. Das ist ja auch eine andere Form. Ja. Meistens siehst du scheiße aus, ne? Ja, da reagierst du ja auch drauf. Das war so lange Zeit meine Tour. Das denke ich mir. Ja. Und das ist aber... das muss ich sagen, führt zu einer gewissen Vereinsamung. Ja. Also, gibt es denn Frauen? Wahrscheinlich gibt es auch Frauen, die da drauf stehen, oder? Boah, siehst du scheiße aus. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, nein. Ja, kommt auch drauf an, auf welche Kontaktaufnahme man steht. Ja. Ne? Wenn es gleich eine zurückschlägt, dann kann das sein, dass es dem Typen ganz gut gefällt. Würden Sie das machen? Kommt ja immer drauf an. Nee, also ich nicht. Ich rühre keinen Mann an. Unbedingt, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und sind Sie dann mehr jemand, der, sag mal, als Frau erobert werden möchte, auf die romantische Schiene steht? Oder so doch dieses Harte? Also man wirft ja uns Männern vor, wir wollen immer nur das eine. Ach. Ja. Was? Sex. Ehrlich? Ja. Gut. Und es stimmt. Ja. 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 Also, sind das solche Männer, die in Ihren Büchern richtig hart wegkommen? Die so ein bisschen auf den Arm genommen werden, sicherlich, ja. Also ich meine, suche impotenten Mann fürs Leben, der Titel sagt ja schon alles, ne? Also ist ja eigentlich ganz klar. Nur ein toter Mann ist ein guter Mann. Ja, das ist auch, also was ist denn das? Ist ja ein Krimi, ja? Das ist eigentlich ein Krimi, ja.
Also wenn ich ihn besetzen lassen müsste, wenn ich das Besetzungsbüro wäre, dann würde ich beispielsweise die toten Männer mit Politikern besetzen, weil das würde gut funktionieren, finde ich. Passt gut, ne? Ja, weil die ja schon ein bisschen diese Ausstrahlung haben. Ja, sind aber sexuell noch total aktiv. Ja, ja, da sind wir beim Traummann. Also da sind wir jetzt bei der Lüge im Bett. Nämlich da kommen wir direkt zu Doris Köpf. Ne, Frau Schröder, denke ich mir, die sucht auch noch ihren Traummann. Also die passt jetzt wiederum die in die Lüge im Bett. Die hat die doch jetzt gefunden. Die könnte man, ja eben, sie glaubt's. Das könnte man jetzt auch besetzen, ne? Wer sollte das spielen? Sie würde ich als Sven besetzen in dem Fall. Sven Kunze? Nein, Sven ist derjenige, der mit Nina zusammen ist. Ach so, ist das dieser Bisexuelle? Nee, noch nicht. Nein, das ist dieser Chauvin, den sie verabscheut, abzieht. Der sie dann aber natürlich beruflich ruiniert. Absolut, ja, was auch natürlich, okay ist. Na, das ist absolut, das denke ich, das muss so sein. Ja. Wie geht es denn mit dem aus? Das würde mich doch interessieren. Wird er auch bisexuell oder geht er zu Tieren oder was macht er? Ja, zu Wump, ne? Weil Wumm gibt ja die gute Anleitung, wie das sein muss. Ne? Richtig. Der wird sich da einfach mal informieren. Frau Hauptmann, ich wünsche Ihnen, dass Die Lüge im Bett ein genauso großer Erfolg wird wie die anderen Bücher. Mhm. Und drücke jetzt schon die Daumen für die Verfilmung von Impotenten Mann fürs Leben. Das tun Sie? Ja, natürlich. Aha. Absolut. Wir alle haben es doch mal hinter uns gebracht. Ach ja. Danke Ihnen. Alles Gute. Eine Sekunde noch. Meine Damen und Herren, gleich bei uns der Wolf, Gabi Hauptmann. Ich danke Ihnen. Liebe Dalli-Dalli-Fans. Es läuft doch bisher, Frau Xander, noch sehr zivil alles ab, ne? Wunderbar. Kein Grund zur Beanstandung? Nein. Nein, und wir müssen auch nichts abziehen? Nein, ne? Also ich würde eher sagen, nach dieser interessanten Runde steht ein ganz eindeutiges Resultat fest. Ich erkläre Sie schlicht zum Punktesieger. Mmh. Das ist echt. Ich bin gespannt, wie mein nächster Gast darauf reagiert, meine Damen und Herren. Er hatte zwei Riesenhits im letzten Jahr, nämlich Gibt's doch gar nicht und Schmidt, Frau Schmidt. Hier ist er, der Wolf! Grüß dich, hallo. Ja, dann sage ich erstmal Hallo allen Leuten und ich habe dir was mitgebracht und zwar einen BVB-Eierwärmer. Weil es wird ja kalt auch im Winter und das ist sowas vielleicht gar nicht schlecht. Das Ei hingegen werde ich jetzt wohl essen, weil du kriegst so viele mal geschenkt, ich bin so viel auf Promo. Nur was stört dich? Nein, überhaupt nicht. Okay. Das ist die junge Generation, bringt sich ein Frühstücksei mit. Also wie gesagt, der Wärmer ist nachher für dich. Das ist lieb. Jetzt nicht wenn man dich so sieht, dann würde man sagen, deine Eltern waren ja Sozialarbeiter. Ja. Ne? Ist das so? Ja. Ich bin sozusagen enttarnt. Du bist enttarnt, ne? Das hast du uns das letzte Mal erzählt. Okay. Und wie war das bei euch zu Hause bei Sozialarbeiter, sozusagen liberal, tolerant? Ja, wir haben zusammen in einer WG gewohnt mit zwei Freunden und das waren alles notorische Studenten, ne? Ja. Arbeitsscheu. Also mehr so Student-Sozialarbeit als praktizierender Arbeit. Ich verstehe, 20 Semester und so. Ja. Und ja, also ich sag mal so, ich wurde schon ein bisschen gefördert in so künstlerischen Aktionen. Wobei das dann auch stark nachließ, als die ja nämlich aufgehört haben zu stehen und arbeiten gegangen sind. Da haben sie mir nämlich erzählt, ich soll jetzt auch arbeiten. Ja? Ja. Also war dann nichts mehr mit liberal. Da wurden die dann plötzlich, wie das ja oft bei so linken Eltern ist, bei so Langhaarigen, dass die sozusagen, wenn es um die eigenen Kinder geht, dann setzen die plötzlich einen Leistungsdruck an. Das ist der absolute Hammer, oder? Ja, dann sind die Haare ab auf einmal, ne? Ja, war das so? Ja, ja. Ja, ist dann so, dass es dann heißt, irgendwie, wir haben ja selber viele Fehler gemacht und wir wollen dir das ja irgendwie vorenthalten und deswegen mach's nicht so. Ja, großartig. Wie hast du da reagiert darauf? Ja, ich bin ausgezogen dann. Ja. Entschuldigung. Also die Eierschalen kann man nicht gut ablegen, merke ich gerade. Ja, aber das ist ja, es ist ja auch mehr so eine meditative Sache. Man kennt das ja von den Studentinnen, die so mit hochgezogenen Beinen Tee trinken. Früher war das so, weißt du? Oder gestrickt haben im Seminar. Also ich glaube schon, dass irgendwie heißt, der Junge hat die Mathe Schwierigkeiten, aber er schält so nicht Eier. Selber. Da haben Eltern irgendwie Verständnis. Du kommst ja aus Dortmund. Das ist bist du denn immer noch Fan von Borussia? Ja, also das ist ja wie in guten und in schlechten Zeiten. Ich denke mal, gerade mal in schlechten Zeiten muss man seine Mannschaft halten. Finde ich auch blöde, wenn irgendwelche Leute nett zu mir sind, wenn ich Erfolg habe und danach ja nicht mehr, wenn ich nicht Erfolg habe. Ja. Glaubst du, Borussia packt es nochmal? Ja. Die haben jetzt irgendwie einen neuen Trainer gekriegt und das ist das Problem, das muss ich ein bisschen eingrooven. Wenn ich in der Band einen neuen Drummer kriege, sind die ersten 5 Konzerte auch ein bisschen komisch. Ist also, das wirklich so, ja? Ja, weil man muss sich aufeinander ein bisschen einstimmen, nicht nur wegen der Sprache, sondern von dem Stil. Ich denke mal, Ottmar Hitzfeld wird ein bisschen anders drauf sein, menschlich, als der Nevio Scala.
Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Wir haben 5 Jahre immer mit demselben Kollegen da gestanden, hat da einen Platz. Und die hatten jetzt so viel Erfolg, vielleicht brauchen sie auch einfach mal wieder einen Tritt in den Hintern, um zu sehen, was es bedeutet, Erfolg zu haben. Das ist aber viel Verständnis für den knallharten Profisport. Sehr ja. menschlich gesehen. Ja, ich finde, das sollte man immer menschlich sehen, weil nur dadurch, dass man Profi ist, ist man ja nicht unmenschlich auf einmal. Also man braucht ja immer noch so Sachen wie Bestätigung und irgendwie Ansporn und Ehrgeiz. Da geht es, glaube ich, nicht nur um Geld. So, die Jungs sind einfach ein bisschen müde, weil sie zu viel gewonnen haben die letzten Jahre. Ja, ich finde auch, man sollte ein bisschen nachsichtig sein mit ihnen. Sind ja auch nicht mehr die Jüngsten zum großen Teil. Nee. Schauen wir mal rein, das hier ist das Album. Ja. War das nicht letztes Mal schon dasselbe? Ja, ist immer noch das Gleiche praktisch. Es ist noch das Gleiche. Ja. Wie oft ist das verkauft worden? 150.000 Mal, 160.000. Also auch ein Riesenerfolg. Ja, kann man sagen, ja. Und von diesem Album, mir ist ja die Welt der Plattenindustrie so fremd, da gibt es jetzt eine neue Auskopplung, ist das richtig? Ja. Oder ist das schon von der neuen Platte, die erst im März nächsten Jahres erscheint? Nein, das ist noch von der alten LP, also von dieser. Der Song heißt Die Frau aus Seide. Und dann können wir mal kurz ins Video reinschauen, bitte. Die Frau aus Seide. Du bist meine Frau aus Seide. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Meine kleine Frau aus Seide. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Toller Trick. Ja, war der mühsam herzustellen. Ja, es war schon sehr mühsam. Wir sind extra nach Island geflogen dafür, weil so eine Landschaft kann man auch nicht nachstellen. Und da war es so, dass also die Frau, da ziehe ich halt so eine Frau hinter mir in so einem Schlitten, einen ziemlich archaischen, der sollte halt die Beziehung darstellen, die ich zu retten versuche, in Form einer Frau, die ich zu retten versuche. Und die musste ich halt auch wirklich ziehen. Und das war sehr schwer. Und der Boden sehr matschig. Und ja, also ich brauchte nicht viel spielen, von wegen angestrengtes Gesicht. Ja. Das hat dann noch 3 Tage gedauert auch noch. Und dann ist immer sehr schön, wenn der Regisseur dann sagt, ah, Jens, war schon ganz gut, aber da hinten war noch ein komischer Schatten, mach doch noch mal. Ey, mach doch noch mal, da hinten war ein bisschen komisch. Ey, jetzt bist du aber komisch gelaufen, mach doch noch mal. Und dann nach dem 15. Mal wird man am liebsten immer einen scheuern. So, war das. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ja, und vielleicht ist auch der Regisseur nur ein bisschen müde. Mm. Weißt du? Kann sein, ja. Dass man da irgendwie nicht so hart rangehen sollte. Jetzt, nee, ich war auch sehr nachsichtig. Das ist ja irgendwie ein sehr poetischer Titel, Frau aus Seide. Ja, und ist da so von dir was Privates eingeflossen? Ja, ich sag mal wie immer. Also ich schreibe ja die Songs wie bei Schnitt, Frau Schmidt, das war halt auch eine Lehrerin von mir, schon immer so autobiografisch. Und das ist jetzt, der Song war damals von meiner Ex-Freundin, der ist jetzt 4 Jahre alt. Das war ein bisschen letzter Rettungsversuch. Nachdem ich das halt auf normalem Weg versucht habe und irgendwann, wenn, als Künstler äußert man seinen Liebeskummer eigentlich immer in dem, was man am besten kann, so mit Songs. Und den habe ich ihr dann irgendwann zukommen lassen, sie hat darauf gar nicht reagiert, was mich auch sehr enttäuscht hat. Also ich hätte eigentlich gerne gewusst, was sie dazu sagt, hat gar nichts gesagt. Und habe ich 3 Jahre später, als ich dann die Platte aufgenommen habe, mir auch gedacht, der kann auch auf Platte, weil es ist ja nicht ihr Song. Sie hat darauf nicht geantwortet, sie hat dazu nichts gesagt. Der ist jetzt für alle unglücklich Verliebten. Somit. Hast du denn 3 Jahre auf Antwort von der Frau gewartet? Nee, also ich hatte mich schon vorher entschieden, dass ich ziemlich sauer darüber bin und dass ich sehr enttäuscht bin und dass ich den jetzt auch auf Platte pressen würde. Nur 3 Jahre später hatte ich erst die Möglichkeit, das zu tun. Ja. Oh, na, kurzen Prozess gemacht, ne? Wie reagierst du denn, wenn du jetzt so ein Buch hier hörst von Gabi Hauptmann, impotenter Mann gesucht und nur ein toter Mann? Das ist doch für so jemand, der so ein eher zartes Wesen ist wie dich, muss das doch ein absoluter Hammer sein, oder? Was Frauen, wenn sie älter werden, uns antun wollen. Ja, ich hab oft gemerkt, so, also Alter macht ja nicht intelligent unbedingt. Und was ich noch gemerkt habe, ist... Nee. Man kann auch aus erlebten Dingen irgendwie seine Moral rausziehen und sich denken, nächstes Mal mache ich es anders. Man kann aber auch dran frustrieren, sag ich mal. Ja. Also ich denke mal, irgendwie den Fehler im anderen Geschlecht zu suchen, das ist ja wie mit dem Essen, wie Leute, die an Essen erkranken. Man muss sich ja mit Essen nur mal leider auseinandersetzen. Und irgendwie muss man sich auch mit dem anderen Geschlecht auseinandersetzen. Und wenn man da kapituliert, ist man irgendwie selber schuld, ne? Wie ist es bei dir? Ich meine, du bist jetzt ein Rapstar und hast du eine feste Freundin oder ist das ambulant? Sehr schön formuliert. Ich glaube, ich werde da tatsächlich ambulant behandelt. Ich sehe das so, wenn man sich verliebt, dann verliebt man sich halt. Dann hat man eh eine Freundin. Dann kann man sich auch nicht mehr viel entscheiden, so vom Kopf her.
Im Moment ist meine Herzensdame wohl nicht da. Also ich sehe es eher locker. Also ich sehe es auch eher so, lieber eine gute Affäre als eine schlechte Beziehung. Aber ist das nicht irgendwie ein bisschen verächtlich den Frauen gegenüber? Wieso? Ich meine... Lass nur, das ist nur Eigelb und Hauptsache du fühlst dich. Ich leck das nachher weg, das ist wurscht. Ja, okay. Nein, ich denke, man ist einfach ehrlich, ja? Weil wenn man jetzt irgendwie einer Frau erzählt, hey, ich liebe dich über alles und hin und her, jetzt bleiben wir für immer zusammen und zusammenziehen und man weiß eigentlich jetzt doch nicht so, finde ich es ehrlicher, dass beide sich nehmen und geben, was halt da ist. Ja, das ist natürlich diese moderne Art zu denken. Aber im impotenten Mann fürs Leben, da sieht es anders aus, oder? Ja. Stell dir vor, irgendwie du wachst morgens auf und merkst, neben dir liegt ein bisexueller Aufnahmeleiter, der mit einem Pudel verlobt war oder so irgendwie. Also wenn das völlig durcheinander geht, das ist ja... Aber ist das in Beziehung immer so, wenn man älter wird? Ich dachte, das legt sich irgendwann, wenn ich Verwirrung... Wie, die Verwirrung legt sich? Ja, dachte ich immer. Nee, es wird eher noch komplizierter mit dem Alter. Anscheinend, ja. Ne? Ja, wird man auch impotent automatisch? Ja. Wolf! Ja. Schön, dass du bei uns warst. Ja. Sehr nachdenklich, sehr meditativ, aber das gefällt mir an dir. Du bist immer so ein bisschen, kommst immer so ein bisschen aus einer anderen Sphäre. Ja, ich versuch's. Ne? Komm wieder, entweder bei der nächsten Platte oder der nächsten Freundin. Mhm. Vielleicht auch irgendwie hängt beides zusammen. Nächste Platte kommt, glaube ich, eher. Im März raus. Ja. Ne? Ich danke dir, mein Lieber. Ja, alles klar. Ich sage Ihnen noch, meine Damen und Herren, wer morgen kommt, oh, morgen wird es lustig, aus Bayern. Ottfried Fischer bei uns morgen, Michael Mittermeier und aus Holland, der neue Heintje, Jantje Schmid. Dankeschön, Brigitte Xander. Gute Nacht, bis morgen Abend. Tschüss.